Dieses Let's Play wird euch präsentiert von Energy. Stim your mind. Ah, scheiße, Ficken. Oh, ich will da runter. Was? Jetzt. Ah, Geschlechtsverkehr. Da. Da und. Ja! Ja. Wow! Neues Intro! Junge? Ja, Mann! 3D! Das ist ganz fein gebaut. Ja, Mann! Und wenn ihr auch die Musik so geil findet wie ich, dann geht nochmal kurz zurück, drückt Pause und lest, wo auf Newgrounds ihr die findet. Ja, es wird noch einige Let's Plays mit dem alten Intro geben. Daran erkennt man, die sind vorher aufgenommen. Schon ein bisschen älter, genau. Weil jetzt, also im Moment ist der Status, wir haben 8 Let's Plays, die fertig gerendert auf dem Rechner liegen. Scheiße. Ja. Aber das sind diese kleineren, kommen so zwischendurch. Ja, was ist denn heute Kleineres? Eine Mod für Portal. Nämlich Prelude. You don't say, die Leute können lesen und da steht dann. Ja. Portal Prelude. Und Pre, daraus lesen wir ja schon, dass das vor Portal spielt. Richtig, das spielt nämlich vor Portal. Also nein! Es ist potenziell eine mögliche Vorgeschichte zu Portal, aber nichts Offizielles. Es gibt ja auch noch Comics und alles Mögliche. Ja, aber wie gesagt, Fanmod, nichts Offizielles, aber trotzdem ziemlich geil. Und primär geht es natürlich um die neuen Chambers, ist klar. Und ja, natürlich sollen die Gags, die Gags, also die Story, ziemlich cool sein. Also es waren richtig Hardcore-Fans, die sich dran gesetzt haben. Und ja, wie gesagt, es gibt ja viele Informationen. Ich weiß zum Beispiel jetzt endlich, wie die Figur heißt aus Portal 2 und auch 1. Unsere Chell, das wusste ich allerdings vorher schon. Ich nicht. Ja, man findet da vieles, aber ich habe mich damit nie so befasst. Tja. Dann direkt mal starten wir ein New Game. Also es ist blind für mich. Und ja. Start Game. Loading. Ah, die Mucke schon gleich. Ja. To the Aperture Science Computer rated at Richmond Center. We hope your brief detention in the relaxation vault has been a pleasant one. Your specimen has been processed and we are now ready to begin the test. Sehr geil. What? Das ist schon das Coole, man sieht hier schon Menschen. What do you say, Mike? Stop this crap, please. Hey, this is the procedure. We must read this text each time a specimen starts the test. Oh, for God's sake, stop calling so her a specimen. She has a name, hier, Mike. Okay. Dingens, Miami. How are you today? I'm Mike. Portal Lead Dingens. Sachert. Still alive. Danke. In der Rock-Version. Sehr schön. I think we should start the test now. Yeah, right. Let's go, Abby. Get out of this room. Oh, ich liebe es. Hier. Okay. Ah, das Lied ist toll. Ich will den Mix haben. Ich hoffe, der ist auf Spotify. Ja, Spotify. Aua! Pure Bosheit. Aber hallo. Ja. Oh. Hast du jemals Portal gespielt? Wow. Aha. Jetzt hast du es für broke, weißt du? Ui. Ah, nice. Ja, das wird auf sie jedenfalls funktionieren. It should not. Please note that some of these circular doors are automatic and open when you pass by it. Really? He's trying to say, don't stand here forever like an idiot. We won't open the exit door for you.
Ah ja. Ja, doch, ich weiß, wo GLaDOS ihre Persönlichkeit her hat. Ja, das ist schon mal geil. Moment mal, hieß Dings nicht Mike? Wer? Hier der eine, der blaue Willi. Nee. Ist der nicht als Mensch Mike? Wird da nicht irgendwas gesagt? War der ein Mensch? GLaDOS war vorher auch ein Mensch. Nein. Doch. GLaDOS war kein Mensch. GLaDOS Persönlichkeit war ein Mensch. Man hat ihr die Persönlichkeit der Sekretärin gegeben. Die Sekretärin ist trotzdem nicht in GLaDOS gefangen oder irgendwie sowas. Ich dachte schon. Zumindest die Erinnerung. Sie lebt in ihr weiter, so. Ja. Ja, wobei, vielleicht haben sie auch tatsächlich das... A Bachelor Science. Es geht nicht darum, warum. Es geht darum, warum nicht. Am allergeilsten finde ich, dass dieser Halbkreis da wie so ein C beschreibt und dann Capture Science. Ja. Im Sinne von... Ja. Oh, das ist mir noch nicht aufgefallen. Das ist cool. Also das Schöne an diese... Ach, hey. Okay, then. Welcome to the first test chamber. Your goal is located in the middle of the room. Da ist die Kanone. Ja. Was ich gerade sagen wollte, habe ich vergessen, deswegen hole ich mir jetzt erstmal die Karte. This thing is an aperture science handheld portal device. A portal gun, if you prefer. Yes, but this is not a gun. In fact, this is not even a weapon. It allows you to create dimensional portals and that sort of thing. Be advised that this version of the device is not fully upgraded. You will only be able to create orange portals. Handle it with care, please. We won't take any responsibilities if you get killed stupidly while using it. No, that's an aperture. Yeah. Genau das wollte ich nämlich sagen. Manche haben den Mod dafür kritisiert. Ich finde es eigentlich ganz cool. Er ist um einiges knackiger als das Originalspiel. Aber ich meine. Ja, das macht es ja gerade sympathisch. Ja. Das heißt. Die sind geil. Das sind die Originale von Peabody und O'Buddy. Ja! Auf jeden Fall. Ich sag dir das. Okay. Einfallwinkel gleich Ausfallwinkel. Speedy thing comes in, speedy thing goes out. Ist das dein Ernst? Aha. Whee. Ich fühle mich gerade. Ich glaube, ich gesell mich lieber zu den Wissenschaftlern. Warum? Die halten mich nämlich gerade genauso für blöd wie ich. Geh nochmal da durch. So, und jetzt guckst du. Nein, da. Ja, reinspringen. Geh rein. So, jetzt springst du da runter. Inkompetent. So, Maul halten. Nö. Es ist aber möglich. Nein, ist es nämlich nicht. Doch. Ach so. So. Ah, falsche Richtung. Ja, das heißt, du musst das andere Portal andersrum setzen. Ja. Ah. Tricky. Ja, spring da einfach runter. Du kannst ja dann wieder hoch. Ah. Okay. Ach so, I see. Oder das, hä? Ja, eben, deswegen dachte ich nämlich. Bitte. Oh
Gene scheint wirklich etwas kniffliger zu sein. Sollte es auch treffen. Okay. Die scheint blond zu sein. Die Person. Gar nicht so leicht. Das muss noch klappen. Ey, die haben jetzt aber nicht schwierig mit nicht machbar verwechselt, oder? Doch, doch. Ah. Mit dem Crouch-Jump geht das. Ah ja, der gute alte Crouch-Jump. Ah, das ist jetzt wieder... No! Ah, I see. Okay, diesmal sind das halt zwei grenzdebile Caster, wollte ich gerade sagen. Hupala, ich meine jetzt nicht Honor und Basti. zwei grenzdebile Forscher. Weiß ich auch noch nicht, was ich davon halten soll, aber bisher ganz lustig. Ja, doch auf jeden Fall. Wird vielleicht auch hier ein Let's Fail werden. Ja. Ach, ich lass dich erstmal zwei, dreimal failen, dann sag ich dir, wie es geht, dann sagst du mir, dass du es Quatsch ist und dann machst du es so, wie ich dir gesagt habe. Ah. Oh. Den Sprung hätte ich. Alright. Your protect gun is now fully operational. You can create a blue portal on an orange one at the same time. We're not going to explain you how it works. Hast du gut gemacht. Try it yourself. So kann man es natürlich auch machen. Mhm. So. Aber erstmal Charakter angucken. Ah, tatsächlich. Ich sehe sowas doch. Nice ass. Naja. Bisschen kantig, aber ansonsten. Teilprobleme auf der Butterstelle und Equart verhungern. Aha. Nicht unbedingt schlechter. Ach so, vielleicht da. Nee, das macht keinen Sinn. Oder? Hä? Das ist irgendwie seltsam. Was sagt das denn? Ein Ausfallwinkel. Ach, viel A! Ah! Auf den oberen und dann auf erstem. Ne, geht ja gar nicht, scheiße. Ich bin dumm. So hoch kann Elfriede nicht hüpfen. Ach, aber dadurch hast du jetzt eine höhere Fläche, von der du da rausspringen kannst. Und jetzt quasi von da oben, da runter. Nee. Das ist echt knackig. Guck mal ganz kurz hinter dich. Okay, auf die Kante muss man da kommen. Scheiße. Remember that you can crouch if you're there while jumping. That's right. It sounds awkward. But it really allows you to fly further. Just try.
Alter. Wenn wir zumindest so sprechen könnten wie Rage dazu. Ach, du bist hinter dem anderen rausgekommen. Du musst jetzt erstmal nochmal... Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Ich bin raus. Ich meine, ich kann in Portal denken, aber... Irgendwie fliegst du nicht viel weiter. Irgendwas siehst du? Vielleicht da hoch runter? Ah! Deckel? Ach ne, Deckel kann man nicht porteln, ne? Nee. Aber Timer hat gesagt, nö. Okay, dann sehen wir uns bei dieser Chamber beim nächsten Mal wieder. Yeah.